Hallo Kameraden und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone Standard Ringt. Wir werden heute wieder den Krieger spielen mit unserem ewigen Ensorb Deck. Letzte Folge haben wir das, ihr könnt ja nochmal kurz reinblicken, weil das haben wir das letzte Folge überhaupt. Habt ihr euch das wirklich gezeigt? Wollte ich eigentlich. Das ist das Deck. Es basiert darauf, Ensorb am Leben zu halten. Und wir haben Blutklinge reingelegt. Im letzten Mal hatten wir nämlich... Da war Blutklinge drinne, statt Blutringe war der Ghoul drinne, der für 3 Mana hier, der Enchant auf alles macht. Und der Kurator für 7. Ihr wisst, diese beliebte, der da. Die habe ich rausgenommen und schauen mal, ob das mit der Waffe besser ist. Weil die Waffe ist ein Aktivator, ein sehr guter Aktivator. Falls wir Garrosh nicht ziehen. Den Geisel-Misskerl. Und deswegen dachte ich mir, hey, diese Waffe rein zweimal würde das Deck eventuell verstärken. Garrosh, das testen wir aus. Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Das ist schon eine Karte, die ich gerne habe. Aber ich weiß nicht, was er spielt. Deswegen lassen wir das dieses Mal weg. Und spielen. Warten ein bisschen quasi. Enter wäre gut gewesen, weil wenn das das Kontrolldeck ist, wäre der gut gewesen, wenn es ein Aggro-Deck ist, nicht. Hätte ich davon ausgehen müssen, dass es kein Kontrolldeck ist? Ist das Aggro-Deck da? Ist er da? Okay, glaube ich, coin den und dann beschwören wir den. Und dann von mir aus. Ja, oder sollen wir warten und dann in Runde 3? Und dann den plus den? Ja, den jetzt. Das ist gut für uns. Deswegen coin ich den jetzt so. Ich glaube, 2 sind zu viel eigentlich, aber man weiß es nicht. Wir haben 4 Karten, die allen einen Schaden machen und damit wir unsere Karten aktivieren können. Haha, na? Lass uns 2 Karten ziehen, Junge. Bursche. Frust 88. Ne, lässt er nicht, okay. Da wird er nichts machen können und wir haben den ja noch einmal. Mal sehen, was er dann dagegen macht. Ich glaube, dass der kann nämlich gar nicht so viele Karten, die. Okay, er kann sie ein zweites Mal haben. Dann würde er zum zweiten Mal 4 Schaden auf ihn machen. Das wäre möglich. Aber das wäre ja lucky, aus seinen 7 Karten, die er hatte, zweimal die eine zu bekommen. Das Ende naht! Wir können aktivieren definitiv mit ihm. Wir können 2 Karten ziehen. Mehr Schmerz. Und mit etwas Glück können wir noch ein bisschen mehr machen. Den vernichten zum Beispiel, ne? Na gut. Das war's. Immerhin 2 Karten gezogen. Es ist auf jeden Fall kein Aggro-Deck, was er spielt, sondern das typische Deck. Okay, 4-5. Wenn wir den spielen, machen wir 3 Schaden, dann hat er nur noch 2 Leben. Dann können wir nächste Runde ihn töten quasi. Oder können wir was anderes machen? Wir können den erstmal auch spielen. Vielleicht ist es besser. Damit er auf der Hand erstmal weg ist. Und dann den. Wir haben ja noch keinen Druck hier. Wir können den dann spielen. Und wir vernichten den jetzt. Und spielen den. Ja, den würde er vernichten. Das plus Heldenfähigkeit ist, glaube ich, ganz okay, dieses Mal. Und dann sind wir die Waffe auch los. Ja, dann macht ihn zu schnell tot, das gefällt mir nicht. Ja, nächste Runde haben wir mindestens noch 2 Schaden. Wenn wir jetzt gar nicht spielen, wird auch diese Waffe zerstört und sein Effekt kommt durch. Wir haben auch nichts, um das alles zu aktivieren, wie wir es gerne hätten.
klauen wir uns ein paar Karten. Vielleicht ihm auch. Zwei Karten geklaut, immerhin. Okay, wir sind bei 8 Karten, wenn ich es richtig gesehen habe. So. Heißt, wenn er sowas spielen würde, was ich nicht glaube, würden wir eine millen. Okay, wir haben die Waffe nochmal. Haben die gerade schon gehabt? Ich habe daran nicht dran gedacht. Wir hätten die auch spielen können und dann mal angreifen. Oder einfach damit angreifen und dann mit Dings. Aber das ist gut. Schauen wir, was er gemacht hat. Wir machen jetzt 4 Schaden. Können 2 Karten ziehen, aber ich sehe nicht das als Vorteil gerade. Wir haben 8 Mana, das heißt, wir können das machen. Plus das. Plus da angreifen. Uns 4 Rüstungen gönnen dadurch, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann die nächste Waffe spielen und nochmal Rüstung kriegen und ihn töten. Und wenn er noch was spielt, was auf Masse geht, kriegen wir zumindest noch einmal 4 Rüstung. Und dann können wir in Runde 10 spielen. Und wir haben jetzt genug Hand, also wenig, so wenig Handkarten, dass wir die beiden bald spielen können. Wir haben 7. Okay, er hat sowas. Aber wir haben. Wenn wir den benutzen, haben wir 4. Achso, okay. Das geht einfach. Aber wir brauchen dafür mehr. Wartet. Wir können nichts vernichten, wie es aussieht. Angriff! Ja, machen wir damit. Wir können die Karten millen, wenn ich es richtig sehe. Wir machen den mal auf 1, so. Außerdem werden wir wahrscheinlich bald Gauer spielen. So, wir ziehen jetzt 2 Karten. Und dann ziehen wir nochmal 2 Karten. Ja, und er millt ein paar. Oh, einmal ein Bein weg. Und er millt noch eine. Sehr gut. Ist zu voll. Oh, schade, die war nicht gut gemillt. Das war nicht gut gemillt, also gut 3, trotzdem schön genug. Oh, dadurch kriegen wir 4 Rüstung, wenn das macht. Oh, zumindest einmal Rüstung bekommen. Also 3. Nein. Wir sind bei 28 Leben wieder. Wir können den jetzt gleich spielen. Oh, zerstört sich ein Mana-Kristall. Gut, bringt ihn in dem Range-Bereich natürlich nicht so. Ist nicht so schlimm in dem Range-Bereich. So, wir können den spielen und sonst nichts gerade. Wir können den einfach spielen. Und dann für 2 Mana noch irgendwas. Brauchen wir den? Wir können auch den spielen. Plus da angreifen. Egal, wir spielen den auf jeden Fall aus. Ist eigentlich egal. Dann spielen wir ihn aus, so. Kriegen wir nochmal 5 Rüstungen und hauen die beiden kaputt. Ja, die Fähigkeit war jetzt egal, dieses ein Schaden auf alles. Aber nichtsdestotrotz sind wir wieder bei 30 Leben. Und wir haben Karten gezogen und alles. Nächste Runde spielen wir den und wir haben die Waffe, die recht gefährlich für ihn ist. Wir haben noch irgendwo Brawl im Deck. Oh, die Karte ist gut. Plus Heldenfähigkeit. Zack. Wir sind bei 9. Dann können wir den spielen. Und fertig. Hier 3, 6, 7, 8. Ne. 8 mit der Karte, wenn er tot ist, 9. So. Oh, mächtige Karte, was er da hat. Oh, das ist eine gute Karte. Das ist ein sehr guter Drache, den wir gerade bekommen haben. Den würde er klauen, finde ich auch nicht gut. Haha, mächtiges Feld von uns. Wenn wir angegriffen, hätten wir 10, 14 Schaden nochmal gemacht und hätten ihn töten können nächste Runde. Aber ich gehe davon aus, dass er das Feld nicht so lässt. Nehme ich wirklich stark an. Ja, dachte ich mir. Aber er kann auch nicht die ganze Zeit angreifen. Schau mal, er hat nur noch 9 Leben. Das sind 8 Schaden. Die wir da machen können. Dann hat er nicht mehr viel Leben, aber
Hätte ich einmal angekriegt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich absolut nicht. Das habe ich auch nicht absichtlich gemacht. Ziehen ein paar Karten. Sehr schön. Da greife ich jetzt mal nicht an. Sollen wir die Endfähigkeit einfach machen? Ne, wir spielen den noch aus. Aber wir greifen den an. Das war eigentlich mal ein. Ja, das wollte ich nicht machen. Aber irgendwie hat meine Maus den. Also ich wollte den Face angreifen lassen, logischerweise. Und jetzt hat er zwei Schaden bekommen, der unnötig war. Aber wir haben gar keine Deckung. Doch, wir haben zwei. Ich dachte schon. Wir haben noch Brawl im Deck nebenbei. Aber wir kriegen Rüstung. Das heißt, wir sollten dadurch eine Karte ziehen. Wir machen das erstmal. Das hat uns alles geklaut. Sind über Ganove. Die will ich nicht haben, tatsächlich. Zum Kopieren. Und dann, wenn ich angreife, fehlt noch ein Damage. Wir kriegen 6 Schaden, was soll's. Nächste Runde wäre so oder so tot, also wird er wahrscheinlich da angreifen. Und wenn nicht, naja, Pech für ihn. Wir haben noch Brawl im Deck, immer noch, nebenbei. Heißt, wenn er seinen Gul'dan beschwört, können wir brawlen. Plus wir werden natürlich unsere Superfähigkeit hier aktivieren. Das heißt, wir werden jetzt reinrennen, sonst würden wir ihn ja mit der Heldenfähigkeit alleine auslöschen. Und das sind seine Dämonen. Gar nicht so gut, das Geld, was wir machen. Wir haben alles, was wir brauchen, um zu gewinnen, auf der Hand. Dim, dim, dim. Mal sehen, was kommt. Oh, es hat meiner überlebt. Das finde ich gut. Hier können wir 2 Karten ziehen sogar noch. Und wir ziehen erstmal nur eine. Mehr Rüstung. Und er wird so langsam Leben verlieren, während wir uns immer mal wieder Rüstung machen können. Oh, wir haben zum Glück diese Karte. Wir haben auch Ensort. Also eigentlich brauchen wir den nicht sofort zerstören. Die 8 Schaden sind uns egal, theoretisch. Ja, Ensort regelt, würde ich behaupten. Er hat nur 4 Karten gegen Ensort. Und das ist nicht der erste Ensort, den wir bekommen werden. Man könnte fast meinen, Ensort ist nicht so notwendig, den zu kopieren. Aber es gibt schon Decks, die es schaffen, dass wir unseren Ensort verlieren. Haben wir ein Spiel gemacht. Ja, komm, ein Spiel schaffen wir noch. Wenn wir wieder einmal gewinnen, einmal verlieren, dann sei es drum. Die Niederlage war ja echt ätzend gegen den Exodia-Spieler. Ja, man nennt das Deck Exodia, weil es auf diese eine Combo basierend ist. Sind es auch genau 4 Karten? Mindestens 4 Karten brauchst du. 5 vielleicht sogar? 5 wäre passend. Weil 5 Teile brauchst du für Exodia. Okay, die Karte haben wir ja eigentlich gelernt, ist gut gegen das Deck, wenn es dieses Deck ist, wie gerade eben. Und selbst gegen Akro dürfte das Deck gar nicht so schlecht sein. Wir haben die Karte und die beiden. Mindestens eine Kreatur kriegen wir tot. Alles klinisch getestet. Oh, das muss nichts heißen. Das ist eventuell eher das Akro, nicht Akro-Deck. So, das wollte ich sagen. Wir könnten den coinen. In der Hoffnung, dass er ihn einfach zerstört. Und dann spielen wir ihn. Oder dass er nochmal Karten zieht. Das würde mir sogar. Ah, ich hätte ihn nicht spielen sollen. Dass er nochmal Karten zieht. Oh, macht er trotzdem. Schön für uns.
Aber wir kriegen ihn nicht dazu, Karten zu millen. Und wir würden ihn damit eventuell sogar verstärken. Schon wieder. Hat nicht viel gemacht, aber na gut. Ich glaube, wir spielen die einmal erstmal. Obwohl er ab nächster Runde wahrscheinlich schon was spielen wird. Also ist eigentlich egal. Wir machen es trotzdem lieber so. Sonst wird sein Drache noch viel stärker, wenn er den Drachen spielt. Er spielt Kazakus. Finde ich interessant. Durch Kazakus könnten wir eine Karte ziehen, aber wir machen das einfach. Bitte, er kriegt eine Karte auf die Hand. Er hat 8. Oh, die Karte ist gut, aber die würde ihn töten. Also können ihn eine wegmilden. Sorry. Und wir milden keine, wenn ich es richtig sehe. Nö, lange nicht. Meine Hand ist. Oh! Das scheint ein Kombo-Deck zu sein. Und er hat ein Kombo-Teil verloren. Jetzt müssen wir überlegen. 2, 4. Ja, wir können den noch einfach spielen. Das sind 3 Schaden plus 2 sind 5. Könnte schon wichtig sein, weil er vielleicht doch so eine Art OTK-Deck spielt wie früher, wo du dann mindestens 20 Schaden machen konntest. Das ist natürlich schwierig, wenn du diese Karte verloren hast, die wichtig ist. Und da er alles nur einmal spielt, würde ich mal annehmen, dass er das nicht mehr machen kann. Und dicken Schaden aufdrücken. Oh, frei. Da bist du richtig frei. Er ruft deinen Dämonen. Du hast auch 5 Schaden. Nice. Wir können 3 Schaden machen. Plus das sind 2. Er hat 3, 6, 7, 8, 9. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir würden eine milden. Also wir machen das da. Er würde 2 milden. Dann haben wir die nicht nochmal. Aber das ist okay. Wir werden aber. Ist schon gut, glaube ich, ihn Karten zu milden. 2 Karten vor allem. Oh, ein Zauberweber verloren da. Und was verliert er noch? Oh, ein Drache. Wir haben nichts Wichtiges von ihm gemildert, scheinbar. Jetzt hat er 2, 8, 8. Was machen wir dagegen? Scharmütze und dann einen töten? Hoffen, dass wir der Greifende an, hoffen, dass er überlebt und dann Dings. Wir haben die nur einmal. Ich würde die vielleicht behalten wollen. Wir haben die einmal. Wir können dem 3 Schaden nur machen. Wir haben gut, wir könnten die 2 benutzen. Ist wahrscheinlich am besten. Was soll ich sonst machen? Das ist gut genug. Nehmen wir auf. Sehr schön. Oh, jetzt wird die Folge eigentlich vorbei, aber es dauert ein bisschen länger wieder. Das Deck mit dem dauert schon etwas länger. Oh, er hat sich Dämonen auf die Hand. Dämon! Ja, soll auch ruhig. Ist mir egal. Nicht komplett egal, aber ich kann nichts dagegen machen. Ja, das ist okay, glaube ich. Wir haben 6, selbst wenn wir 3 ziehen würden, wenn wir noch nicht eine milden. Oh, was hat er da? Was holt er sich? Er spielt alles nur einmal, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann ein wichtiges Teil. Vielleicht ist ja auch nur das für da gewesen, um 8-8er zu kopieren. Das kann auch sein. So. Wir haben, glaube ich, kein Rüstungsdings mehr. Oh, durch die Kabala hat er Dino bekommen. Das ist vielleicht ein Feld, was er ja lohnen würde, kaputt zu hauen. Leider haben wir alle 3 Leben. Oh, wartet. Wenn wir jetzt irgendwie einen Schaden auf alles machen könnten, wäre das super. Ja. Und 2 Dings noch. Okay.
Technologie benutzen. Haben wir die schon mal benutzt? Ich bin mir nicht so sicher. Können wir noch einen. Hat er. Nee, hat er nicht. Okay. Ja, müssen wir. Komm. Noch mehr Karten gezogen. Und wir klappen das Face an, damit wir nächste Runde nochmal den Schaden auf alles einmal aktivieren können. Haben wir? Wir haben einmal die Kombo-Karte. Okay. Das gehört in ein Museum. Oh, dann macht er sie weg. Er zieht eine Karte immerhin. Zwei wären für uns besser gewesen. Der ist nicht so toll. Also, okay, der ist wirklich nicht toll. Ganz nebenbei. Hätten wir schon gebrauchen können. Die Waffe. So, das sieht gut aus. Mit zwei Einheiten, mit vor allem einem Spott lohnt sich das schon, glaube ich. So einen dahin zu platzieren. Garrosh haben wir noch im Deck. Der würde uns jetzt richtig helfen. Oh. Hat er uns, ja. Siehst du, wir hatten den auch, glaube ich, schon gespielt, kann das sein? Ich weiß nicht. Er hat zumindest nichts weggemildet. Oh. Geht, lässt uns das Feld. Das finde ich nett. Okay, oh. Wir können Karten ziehen. Das war richtig nett von ihm. Schauen wir mal, wir könnten drei Karten ziehen. Das ist gut. Dann sind wir auf 9. Und wir können Garrosh ziehen. Was uns jetzt nicht so viel hilft, glaube ich. Aber es wäre schon toll. Hm, was wäre jetzt besser? Den einfach? Weil er Spott hat? Und den nochmal. Um noch mehr Rüstung zu bekommen. Soll er sehen, dass das ein Fehler war, einen 1-3er zu beschwören. Das war ein dicker Fehler. Wir haben nur noch 4 Deckkarten. Tja. Ah, oh, die Karte. Ja, wir sind noch lange nicht tot. Das sind 10, 14, 15 Schaden gerade mal. Er hat einen Mage-Zauber auf der Hand. Welche Karte könnte das sein? Okay, er lässt uns definitiv dauernd Karten ziehen. Mehr Schmerzen. Ah. Kann nicht angehen. Ich habe fast keine Karten. Wo ist Garrosh denn? Letzte Karte ist Garrosh. Unglaublich. Was machen wir? Den? Wir spielen den wahrscheinlich. Und greifen da noch einmal an. Könnte sein, dass wir dann eine Müllen werden. Ich habe keine Karten mehr. Also einen Schaden bekommen. Wir haben hier noch viele Karten, die ich nicht auf der Hand haben will, tatsächlich. Die Frage ist, ich will die ihm lieber geben, wenn er was zum Kopieren haben sollte. Und nächste Runde, ich würde da noch einmal, das sind drei Karten, die ich eigentlich nicht haben will, aber wir werden den spielen und dann wahrscheinlich diese Karte. Dann haben wir eben noch die beiden auch mit im Deck, was nicht so toll ist, aber auch nicht so super schrecklich, sag ich mal. Oh, das ist super für das, was wir jetzt machen werden. Okay, das ist sehr super. Aber dann. Wir haben auch gar keinen Exec. Wir haben viele Karten nicht mehr drin. Aber ich will nicht zu viel Schaden bekommen durch die eine Sache. Und die Waffe, wenn er sie nicht zerstört, ist sehr effektiv. Sehr effektiv. Oh, da kommt er. Der gute Gul'dan. Wir haben ja noch eine Karte offenbart für ihn extra. Oh nein. Bin gerne bereit, genau das zu tun. Und die übrig bliebene Karte einfach zu vernichten. So.
Natürlich kann er jetzt jedes Mal 3 Schaden machen, was ärgerlich ist. Wir haben keine Möglichkeit, uns Rüstung zu generieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wenn er das nicht auf uns macht, bin ich zufrieden. Oh, das ist gut. Machen einen Schaden und greifen den an und stören beide für 3 Schaden. Und der überlebt und macht Schaden auf den Gegner. Und wir können sogar Karten ziehen. 3 Karten ziehen wäre super. 5 plus 2 sind 7, 2 sind 9. Dann würden wir nochmal... Machen wir das? Ah, nee, dann will ich nicht zu früh. 2 Karten ziehen muss reichen. Da wir den auch spielen können. Auf die Knie. Und dann spielen wir unseren Drachen aus. Wir haben schon das zweite Mal Endsort. Weil dann haben wir 2 Runden mehr Chancen, diese 2 Karten zum Beispiel auch noch zu spielen, bevor wir dann, vielleicht sogar den nochmal, bevor wir dann, naja, was machen wir? Bevor wir wieder hier uns Karten reinmischen. Oh, kein so guter Dämon. Fast keine Karten mehr. Ich greife da so mal an. Vielleicht nicht machen sollen. Jetzt können wir diese Karte nicht aktivieren. Also wir kriegen wieder einen Schaden. Ja, ich will das aber auch noch nicht alles. Das ist okay so. Das ist okay. Ich glaube, das ist nochmal so einer. Nee, oder? Ah, keine Ahnung. Schwierige Sache. Was hat er vor? Wir kriegen ja noch einen Drachen. Den will ich vielleicht auch nicht unbedingt auf der Hand haben. Ich weiß nicht. Aber wir werden Endsort wahrscheinlich spielen. Oh, je mehr Endsort, desto besser. Oh. Ah, wir haben den nochmal drin. Theoretisch könnten wir den Rest, also den will ich nicht drin haben. Dann den. Den Rest können wir reinhauen, tatsächlich. Und dann ziehen wir eine Karte erstmal so. Ja, verdoppelt sich jetzt jedes Mal. Nächste Runde spielen wir, ich weiß noch nicht, das oder doch den schon. Müssen ja auch Bedrohung hinsetzen. Weil irgendwann geht er sonst auf unsere also Live, wie jetzt zum Beispiel. Ja, das wollen wir nicht. Okay, wir können Brawl machen. Müssen wir aber nicht. Wir können 2 Karten ziehen, das ist auch super. Wir können den einfach spielen. Reicht das oder macht er irgendwas dagegen? Sonst können wir auch tot sein. Aber ich sehe nicht, wir haben doch mindestens 2... Wir haben mindestens 2 Dings, genau. Okay, schauen wir mal. Der gibt uns ja auch Rüstung. Wenn er durch den Gegner zerstört wird. Und wenn er nicht was gegen das Feld macht, ist er tot. Weil das sind 5 plus 8 sind 13, 16, 19. Oh, kann uns töten. Plus 4 sind 23. Sehr viel Schaden. Meine Augen sind offen. Wir sind bei über 30 Schaden, die wir gerade machen. 8 plus 5 sind 13, 16, 20, 26, 30. Achso, er überlebt wegen der Karte. Oh, dann haben wir das. Wenn wir jetzt keine Rüstung kriegen, könnten wir tot sein. Das heißt, wir sollten den am Leben lassen. Das verniedrigt unsere Chance natürlich, einen Sort nochmal sinnvoll zu spielen. Nummer 2. Okay. Ich habe fast keine Karte. Wir mussten noch ein bisschen das Feld clearen. Mal sehen, ob er daran denkt, dass wenn er ihn mit zerstört, würde... Ich hätte ihn wahrscheinlich auf 0 bringen müssen. Vielleicht verlieren wir deswegen. Er kann nicht das Feld zerstören. Dann kriegen wir Rüstung. Danke. Haben wieder 6 Leben.
Okay, haben wir deswegen gewonnen, weil den hatten. Ich wusste ja nicht, ich dachte mir wahrscheinlich, ist eine Marke-Karte, die ihn davor schützt, dass er stirbt. Deswegen habe ich nichts gemacht. Okay, ging etwas lang die Folge. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Ein Däumchen bei den Freunden, Kommentare auch und helfen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.